Was machst du denn? Oh, hey. Ah, ich teste die Schaumstoffplatten hier, die ich bekommen habe. Okay. Weil ich möchte das Ganze hier ein bisschen isolieren und so ein bisschen. Okay. Jana? Ja. Ich hab dich angelogen. Ich bin ein bisschen traurig. Weil das Spiel scheiße ist, was ich da gespielt habe. Es war nicht so gut. Aber ich will nicht sagen, dass das ein Zuschauer mir empfohlen hat, ne? Aber heute war wieder so ein Tag, wo ich kein Spiel gefunden habe. Und da war ich ein bisschen froh, dieses Spiel empfohlen bekommen zu haben. Das Spiel heißt The Final Tape und hat irgendwas mit 1 Euro noch was gekostet. Dank dem Steam Sale hat es nicht 2 Euro gekostet. ich zeige dir einfach mal, was das Problem war. Oh mein Gott, okay, das sieht echt gut aus. Das hat echt eine krass gute Atmosphäre. Settings kann ich nicht ändern, doch kann ich. Graphics, was? Normal, wir sind total high. Fullscreen, ja, sowas von. Aber sowas von. Holy LP steht für Qualität. Ich kann's nicht applyen. Scheiße, doch. Gut, dann starten wir jetzt mal das Spielchen. Okay, ach guck mal, hier gibt es verschiedene Chapter. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die erste Videokassette und Puppen. Als ob, Mann. Was ist das hier? Die Resident Evil... Die Resident Evil 7 Demo zu Resident Evil 7? Demo? Oder was? Play Chapter. Ja. Okay, let's go. I'm just your typical girl. I come from a small town. Hell, most people can't even find it on a map. No one ever planned to leave my town, but... Bla, 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 bla. Es ging also um irgendein Mädchen, das irgendwie jobben wollte und in ein Krankenhaus kam, das komplett leer stand und ziemlich heruntergekommen aussah. Dort sucht sie nach dem Interview. Alles klar, es geht also um ein Mädchen, das jetzt irgendwie einen Job angenommen hat und der aber irgendwie sehr eigenartig und merkwürdig ist. Okay, wir schauen jetzt einfach mal, was dort merkwürdig ist. Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass sie abgehauen ist, um wieder zurückzukehren? Aber diesmal mit Geld oder was? Oh mein Gott, okay, gut, ich war zu sehr abgelenkt, dass sie auch 23 ist und ich bald in 2 Tagen auch 24 werde. Was, war da gerade etwas auf dem Boden? Das sah sehr merkwürdig aus. This hospital is a lot bigger than I thought. Warum zum Teufel arbeitest du in einem... Halt die Klappe! Jetzt halt die Klappe und verhalte dich nicht wie ein typisches Mädchen in einem Horrorfilm. Hallo, ist da jemand? Oh nein, ist da jemand? Hallo? Hallo, Herr Killer, kommen Sie her und töten Sie mich. Mich stören. Guess I better take the elevator to the doctor's office. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Let's go. Lass uns in einem heruntergekommenen, verlassenen Krankenhaus mal nach Ärzten suchen. Dummes Mädchen. Xbox-Controller? Ich spiele das gar nicht mit Xbox-Controller. Okay, let's go. Alles klar, hier sind wir nun auf, keine Ahnung, Flur 1 und haben unsere kleine Taschenlampen-App an und gehen jetzt die Treppen wieder runter. Hallöchen, na, du kleine, gruselige Frau? Hallo? Hey? Hey, du? Na? Alter, Scheiße, okay. Ich hab jetzt erst gesehen, dass die Augen da so irgendwie komisch aus dem Kopf rausragten. Puh, ich dachte, die verschwindet gleich jederzeit. So viele Wege. Ah, hier ist noch etwas. Recording spotted. Guck mal. Boom. I kept waking up in the middle of the night choking. Like someone or something had its hands around my neck. It was the same feeling I had when I was younger. Like someone was watching me. Das Gefühl haben wir doch alle auch, dass uns jemand beobachtet nachts, oder? Der Idiot. Du musst dich einfach nur unter einer Bettdecke verstecken, dann kriegen dich die Monster nicht. Du musst aufpassen, dass dein komplettes Bein, also beide Beine, unter der Bettdecke sind. Und dann haben die Monster keine Chance. Wie, das ist lächerlich. Ich glaube, mir kann man glauben. Ich glaube, hier kommt jetzt der Schlüssel rein, oder? A button all into re-rill panel. Was? Ach, guck mal, das ist irgendein Rätsel. Und was genau willst du, dass ich tue? Okay, das nehme ich jetzt hoch und... Achso, nee, ist jetzt aktiviert, oder? Ist alles blau. Ich würde sagen, es ist gut. Click on a plug to pick it up. Then click on an empty slot to put it... Ach so. Aha! Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier tue. Aber ich drücke jetzt einfach mal hier so rum. Und vielleicht funktioniert das ja so. It's so dark. It's up. Good thing I have a light. God knows how many bugs are out here. Du wiederholst dich, ne? Okay, Freunde, ich will nicht sagen, dass ich ein kleines Problem habe, aber ich weiß nicht, welche verdammte Tür ich hier noch durchsuchen muss, Mann.
Kann ich mit dem Fahrstuhl vielleicht weiterfahren? Nein, der ist eine unsichtbare... Ach, es geht noch hoch! Ach, guck mal. Oh, ich dachte schon, ich bin hier ein bisschen verloren. Aber es geht noch hoch. Do not get trapped. Plan and avoid to survive. Plan and avoid to survive? Du kannst hier sterben? Oh Gott, okay. Das heißt wohl, ich soll jetzt nicht in diese gruselige... Oh nein, was ist das? Oh, ich kann nichts sehen, Mann. Man kann die Helligkeit auch nicht höher stellen, soweit ich es gesehen habe. Sag mir bitte, dass das hier das Admin Office ist. Oh Gott. Hier ist auch nichts, okay. Mein Gott, ich will nicht, dass dieses scheiß Ding mich verfolgt. Bin ich gerade hoch oder runter gerannt? Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Boah, da ist irgendwas am Leuchten. Ah, guck mal hier. Ah! Dann ging es auf jeden Fall los mit dem Rätsel. Oh, das Rätsel. Oh, das Rätsel. Oh! Da ging es dann los. Da war das Spiel ein bisschen zu verbuggt und ich musste aufgeben. Guck mal hier. Ach du Scheiße, hier müssen wir jetzt irgendwie alle so verbinden, dass wir... keine sich überlagern, weißt du? Okay, das könnten wir so hinbekommen. Alter, nicht, dass das Mädchen gleich hinter mir auftaucht, Mann. So, dich packen wir jetzt auch mal ganz kurz. Nee, du musst auf die andere Seite. Das ist also... Packen wir dich erstmal dahin und dich mal kurz dahin. Dich mal kurz dahin? Nein, das ist scheiße. Jetzt habe ich einen kleinen Teufelsstern gemacht. Oh Gott, das macht das Ganze nicht besser. Okay, dich packen wir jetzt hier hin. Dich packen wir... Ha! So dark. Good thing I have a light. God knows how many bugs are out here. Oh Gott, ich wusste es, Mann. What an F2. Habe ich jetzt noch den Schlüssel? Explore for one. Oh nein, jetzt... This place seems outdated. Although, halt die Klappe! Okay, Freunde, passt mal auf. Ich bin hier gerade... Ich war kurz vor der Lösung. Aber pass auf, jedes Mal kommt diese dumme... Und quatscht dann dazwischen. Dann wiederholt immer wieder diesen gleichen Satz. Und dann beendet sie das hier automatisch. Wie kacke ist denn das hier? Junge, dieses Spiel ist doch nicht so geil, wie du gesagt hast. Verdammt nochmal, es ist noch voller Bugs und verstirbt irgendwie den Spielspaß. Aber hey, warte mal, ich versuch's jetzt nochmal. Ich muss mich halt beeilen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was der Penner von mir will hier. Ich weiß nicht, was er will. Ich habe schon alles verbunden. Aber dann kommt sie und sagt, oh, zum Glück habe ich irgendwie eine Taschenlampe. Passt auf, gleich sagt sie's, pass auf. Und ich drücke nichts, ich drücke nur die linke Maustaste und suche hier nach der Lösung. Ich suche nur nach der Lösung. It's so dark. Good thing I have a light. Gott, ich kriege Aggression, Mann. So, das muss auf die andere Seite. Da habe ich schon direkt keinen Bock mehr, wenn das Spiel so verbuggt ist, dass du ein Rätsel nicht lösen kannst, Mann. So, packen wir es dahin und das jetzt gleich dahin und das jetzt hierhin. Mann, das ist so ein Rotz hier. It's so dark. Good thing I have a light. God knows how many bugs are out here. Or hillbillies. Es tut mir leid, es ist vorbei. Ich hab's nicht weitergespielt, weil ich da... Dieses Rätsel. Es hat mich fertig gemacht und das... Ja, ich habe jetzt kein anderes Spiel gefunden. Vielen lieben Dank, dass du es mir empfohlen hast. Vielleicht hätten es andere, die es drauf haben, durchgespielt, aber ich hab... Puh, ich war mit den Nerven am Ende und ich werde ja morgen schon 24. Oh, was? Ich hab morgen Geburtstag? Und... Deswegen wollte ich nicht noch schneller graue Haare bekommen. Auf jeden Fall, schaltet morgen wieder rein, denn dann wird das Spiel, das nächste kleine Trash-Horror-Spielchen, viel besser. Vielleicht schaffe ich auch das Rätsel, ohne dass sie dazwischen quatscht die ganze Zeit. Alles klar, macht's gut, Leute.